Ja, wir sind hier am Stand vom Bergetappe auf der Messe Essen und bei uns sitzt der Tobi von Esculap und der wollte uns mal erzählen, wie er auf die Idee gekommen ist, ergonomisch geformte Sättel zu erfinden, zu produzieren, was auch immer, was hinter der Idee steckt. Leg einfach los. Genau, wir machen ergonomisches Radsportzubehör, das heißt, es sind die Kontaktstellen, Hände, Füße, Hintern. In erster Linie natürlich der Hintern, die meisten Radfahrer haben Probleme mit ihrem Sattel. Und ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ja. Ich bin Motocross gefahren, früher Mountainbike, Downhill, Testfahrer für diverse Magazine. Also war eher damit beschäftigt, den Körper zu zerstören, als ihn irgendwie gesund zu erhalten. Ich habe mir dann dabei auch mal das Kreuz gebrochen und habe 1,5 Jahre Zwangspause gehabt mit dem Radfahren. Als ich danach wieder aufgestiegen bin aufs Rad, da war das Leben auf einmal ein anderes, vor allem das Radfahrerleben. Ich habe dann gemerkt, was Ergonomie eigentlich bedeutet beim Radfahren und Geometrie und die ganzen Kontaktstellen. Mir ist alles taub geworden, was einem taub werden kann. Und dann haben wir uns angefangen, Gedanken zu machen, uns. Damit meine ich nämlich einen Freund von mir, der ist Urologe und auch noch Extrem-Mountainbiker, eine seltene Kombination. Der hat natürlich während seiner Studienzeit schon an Sätteln rumgeschraubt und die aufgepolstert und so weiter. Und dann haben wir eben das Ganze auf gesunde Beine gestellt. Und wir haben im Gegensatz zu den meisten anderen Sattelherstellern uns einfach mal zuerst die Anatomie angeschaut und haben diese ganzen wissenschaftlichen Studien durchgearbeitet zum Thema Radfahren macht impotent, was ist eigentlich dahinter, wie schaut es aus. Und dann sind wir auf diverse Ideen gekommen. Die eine ist zum Beispiel, den Sitzknochenabstand zu vermessen. Da setzt man sich auf ein Stück Wellpappe. Heute ist es ein medizinisches Messinstrument, früher war es noch Wellpappe. Da drücken sich die Knochen ein, da kann man das ausmessen, das ist ganz spannend. Ganz interessante Ergebnisse hat unsere Statistik von mehreren 10.000 Radfahrern da ergeben. Zum Beispiel, dass Frauen gar nicht unbedingt breiter sind als Männer, was man sonst immer meint. Also das Vermessen ist unbedingt wichtig. Und das zweite Konzept ist der Stufensattel. Wir haben einfach, wenn wir den Sattel hier nehmen, von der Seite anschauen, die Sattelnase ein Stück abgesenkt, die ist einfach im Niveau ein bisschen tiefer. Das heißt, da wo nichts drücken soll, Dammbereich beim Mann, Prostata und so weiter, das sollte ein bisschen entlastet sein. Da haben wir einfach den Druck weggenommen, verteilen den auf die Sitzknochen, die sind zum Sitzen da und schon passt das Ganze. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Vermessen. Okay. Okay, so, zum richtigen Sattel, zur richtigen Sattelwahl müssen wir jetzt erstmal deine Sitzknochen vermessen, um sicherzustellen, dass der Sattel passt. Der muss passen wie ein paar Schuhe. Und zwar hat er die Idee gehabt, sich auf ein Stück Wellpappe zu setzen. Bitte Platz nehmen. Das nochmal draufsetzen. Die Griffe links und rechts anfassen. Und dann aufrichten und Hohlkreuz machen. Genau, wunderbar, kurz hinziehen. Und dann kannst du wieder aufstehen. Und dann sehen wir hier wunderbar deine beiden Sitzknochen. Die kennzeichne ich jetzt mal. Den Mittelpunkt. So, und dann können wir hier den Abstand ausmessen. Da kommen wir jetzt auf 11 cm. Du hast ein Trekkingrad, hast du mir vorhin gesagt. Genau. Deine Sitzposition, wenn man hier mal sehen, das wäre Triathlon, Rennrad, das ist eigentlich das typische Trekkingrad, Cityrad oder Hollandrad. Dann nehmen wir das Trekkingrad hier, dann haben wir 11 cm plus die 2, dann kommen wir auf 13 cm Mindestsattelbreite. Ja. Das wäre also dann deine optimale Sattelbreite. Da haben wir hier die verschiedensten Modellen, jeweils in den optimalen gängigen Breiten. Und somit ist dann sichergestellt, dass deine beiden Sitzknochen, das sind die Sitzknochen, die haben sich hier gerade in die Pappe eingedrückt, dass die vollflächig auf dem Sattel aufliegen. Das wäre dann die richtige. Ganz genau so ist es. Ich sehe gerade, gibt es einen Unterschied zwischen Herren und Damen? Wir machen da genau keinen Unterschied. Okay. Das hat den Grund, dass wir die Breite ohnehin ausmessen. Ganz interessant zum Beispiel, dass wir haben mittlerweile weit über 10.000 Radfahrer vermessen. Frauen sind überhaupt gar nicht breiter als Männer. Die Männer liegen zwischen 6 und 16 cm. Du liegst da also ein bisschen schmäler als der Durchschnitt, obwohl du jetzt nicht gerade der Kleinste bist. Ja, das ist auch ganz interessant. Und die Frauen liegen zwischen 9 und 17 cm. Also die ganz schmalen Frauen gibt es nicht. Aber ansonsten gibt es Frauen mit 9 cm und Männer mit 16 cm. Wir haben auch schon solche Hünen vermessen mit 6 cm sitzt noch ein Abstand. Die kleinen Schmächtigen mit 14, 15. Das kann man von außen nicht sehen. Das ist ganz, ganz interessant. Ja. Ja. Ist also Pflicht. Vor dem Sattelkauf immer Hintern vermessen, kostet nichts, ja, und man kann da etliche Fehlkäufe ausschließen. Okay, danke.